Hallo, liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels. Ich begrüße euch recht herzlich zur zweiten Ausgabe von Let's Play Civilization 5 mit den Babyloniern. Wir sind Nebukadnezar der Zweite und haben eine Mission, nichts Geringeres als die Weltherrschaft an uns zu reißen. Und wir haben die Karte Erde gewählt und ich bin immer noch der festen Überzeugung davon, dass das hier Nordamerika ist. Ist es auch, dann soll das hier so ungefähr Florida darstellen. Und das hier die großen Seen. Das hier ist der Mississippi. Mississippi, Missouri. Und hier bin ich mir nicht sicher. Das könnte der Golf von Mexiko. Ne, der Golf von Mexiko ist hier. Das hier ist der Golf von Kalifornien, glaube ich. Genau, der aber noch nach Mexiko reinreicht. Das werden wir noch früh genug feststellen. So, hier oben haben wir das letzte Mal aufgehört, das Salz abzubauen, weil Barbaren ihr Unwesen treiben. Außerdem müssen wir uns entscheiden, wo wir unsere zweite Stadt gründen wollen. Hier unten hätten wir eine Ecke, hier ist blöd mit diesem Berg. Wenn der Berg nicht wäre, würde ich einfach nur hier eine Stadt gründen, um eine Verbindung der beiden Seen zu haben, der beiden Ozeane zu haben, der Weltmeere. Sozusagen der, ich wollte Sius-Kanal sagen, der Panama-Kanal. Der babylonische Panama-Kanal. Aber, Sydney wird sich ja oben wahrscheinlich die ganzen Luxusgüter unter den Nagel reißen. Pelze, Salz, Trüffel, Kupfer. Eigentlich ist Sydney so gut und sie sind maritim. Das heißt, wir brauchen sie nicht wirklich. Ich kann mir sehr gut vorstellen, Sydney später zu erobern. Ich bin normalerweise keiner, der Stadtstaaten erobert, aber wenn sie so gut sind wie Sydney, dann kann ich mir das sehr gut vorstellen. Hier ist auch alles. Selbst die Zitronen kommen noch an Babylon heran. Ist hier auf die Schnelle keinen. Hier ist hier eine Küste. Sieht so aus, glaube ich. Gibt es eine Möglichkeit, das rauszufinden? Nicht wirklich. Ach, was machen wir denn hier oben? Wir brauchen vor allem auf jeden Fall mal noch mehr Militär. Können wir uns aber nicht leisten. Wir bauen erstmal die Mauern von Babylon. Und was wir auch noch machen müssen, da sprüht es geradezu vor To-Do-Punkten, Listen, To-Do-Listen-Punkten, To-Do-Listen-Punkten. Wir erfinden jetzt das Bogenschießen, das ist ganz okay für den Kampfbogenschütze, aber wir bekommen doch unseren großen Wissenschaftler, wenn wir die Schrift erforscht haben. Das bedeutet, wenn wir die Schrift erforschen, können wir mit dem großen Wissenschaftler zum Beispiel die Mathematik freischalten und damit auch die hängenden Gärten. Und die hängenden Gärten müssen wir ja bauen, da wir einfach als Babylon dazu verpflichtet sind, die hängenden Gärten zu bauen. Jetzt, nach wie vor, sind wir hier an einem Punkt angelangt, wo ich nicht so genau weiß. Das ist mir zu gefährlich, dich hier hochzuziehen zu dem Krieger, weil da nicht hundertprozentig sicher ist, dass er es auch überlebt oder angegriffen wird. Warte hier einfach mal auf weitere Befehle. Abholzen. Die Geländerart Wald wird entfernt, liefert Produktion für die Stadt. Das ist okay, das kann ich mir vorstellen. Wir haben hier genügend Hügel und dieses Flussfeld, da hätte ich gerne lieber später. Aktuelle Geländefeldmodernisierung wird ersetzt. Ah, der Wald wird benötigt für die Trüffel. Da schau her. Naja, dann holzen wir halt diesen Wald hier unten ab. Jetzt haben wir immer noch nicht geklärt, wo wir denn unsere zweite Stadt gründen wollen. Hier wäre doch gar nicht verkehrt, aber das ist zu nah an Sydney. Das sind nur drei Felder Unterschied. Das hat man davon, wenn man so eine kleine Map wählt. Hier oben wird mir angezeigt. Das könnte ich mir vorstellen. Das sieht gut aus. Da haben wir Salz. Ist hier, ja, Salz. An der Küste, vermeintlich, wir kommen ja hier nicht durch das Packeis durch. Hier oben wäre auch nicht verkehrt. Was ist das? Tundra, Hügel, Fluss. Fluss auch noch? Kann ich mir vorstellen. Da haben wir zweierlei Kupfer. Was bringt Kupfer? Bringt das nicht jede Menge Produktion? Auch geht so. Drei Gold, zwei Produktion. Ein Nahrung. 5 Minuten am Spielen und noch keinen Zug gemacht. aber nichtsdestotrotz. Du bleibst jetzt erstmal in der Stadt, bevor wir uns entscheiden, wo wir die nächste Stadt gründen werden. Denn dieser, genau, Barbar hier oben macht mir das Leben schwer. Und da er über den Fluss angreift, da hat er gewonnen, da hat er gewonnen. Das ist nicht gut, aber wir können einen Gegner angreifen. Schauen wir mal. Selbst das bringt nicht wirklich was.
Nun haben wir, ich will nicht sagen ein Problem, aber keine Militäreinheiten zu haben, ist dann doch. Ah nee, hier, der Krieger eilt zu Hülf. Allerdings braucht er da sehr lange für. Wird er sehr lange brauchen. Dann geh doch mal hier unten hin und mach dich da nützlich. Du bleibst natürlich jetzt sowieso in der Stadt. Heieieiei. Dabei wollte ich mir eigentlich vornehmen, in diesem Let's Play so wenig. Oh, plündern, plündern, plündern. Jacken auch nur zerstören und nichts aufbauen. Ich habe mir vorgenommen, in diesem Let's Play so wenig Einheiten wie möglich zu verlieren. Ich wurde nämlich von mehreren Leuten darauf hingewiesen, dass ich meine Einheiten ja verheize, wie bis zum geht nicht mehr. Und ich sie eigentlich ja mehr schonen sollte und dann auch dementsprechend mit Beförderungen Super-Einheiten draus mache. Das nehme ich mir jetzt auch vor. Es wird natürlich noch schwer. Das ist wie in der WG, wenn ich sage, wenn ich darauf hingewiesen werde, hey, kannst du bitte das Wasser von der Senseo-Maschine immer voll halten? Und ich denke mir dann immer, also ich habe bisher immer gedacht, ah, warte, bevor ich hier jetzt mit allerlei Kokolores komme, sollten wir doch, hier oben ist, glaube ich, das Beste, ne? Ja, hier, und dann können wir hier ja immer noch bauen, aber hier auf jeden Fall. Kommt ihr an die Pferde? Nee, ohne Pferde ist das sehr blöd. Wir brauchen hier aber auch gar nicht an die Küste. Dann würde ich sagen, hier. Dann kriegen wir nämlich. Warte, eins. Ah nee, doch, hier kriegen wir die Pferde noch mit. Eins, zwei, drei. Ja. Dann doch hier an der Küste. Okay. Los. Genau. Wenn. Oh, Moment. Goldenes Zeitalter, weniger Kulturkosten für die nächste Stadt. Wir wollen die nächste Stadt gründen. Das ist, glaube ich, nicht verkehrt. Andererseits ist die Produktion immer gut. Wir nehmen die Repräsentation. Wir nehmen die Repräsentation. Unabhängigkeit ist ja. Wir nehmen dann auch Rationalismus im Hinblick auf Spammen der großen Wissenschaftler, die wir ja bekommen können. Da müssen wir dran denken, dass wir es immer machen. Ihr repariert hier. Ihr seid gar nicht fertig geworden mit dem Bauernhof. Da macht ihr das doch bitte. Könnt ihr da gerade mal. Ja, danke. Drei Runden trotzdem. Heieieiei. Geh in den Wald. Dort seid ihr vor Barbaren geschützt. Ach, in meine Scherung gehen können wir schneller, oder? Na, kämen wir auch selber raus. Genau, wenn ich darum gebeten werde, mach doch bitte. Der Pfeil aber war mit den Federn des Adlers selbst geschmückt. Oft geben wir unseren Feinden das Mittel zu unserer Zerstörung. Aesop. Ah, die nehmen wir mit. Oder? Ja. Nee, wir ignorieren ihn. Haben wir denn genug Geld, um hier einen Krieger zu kaufen? Nein, bei weitem nicht. Und nu? Ja, wir warten, bis er kommt. Ja, geh ruhig hier hin. Dann gründen wir die Stadt, dann passt das schon. Genau, das Wasser in der Senseo-Maschine soll, wenn ich darum gebeten werde, das Wasser in der Senseo-Maschine denn immer voll zu halten, dann mache ich das gerne. Und wenn ich es nicht mache, ist das nicht so von wegen kein Bock drauf, sondern einfach nur die Gewohnheit, die mich davon abhält. Dass ich es eben sonst nie mache, da ich jemand bin, der das Wasser dann immer frisch einschüttet. Apropos, ich nehme gerade mal einen Schluck. Und soll man dich als Köder benutzen? Ich sehe nicht, warum wir das machen sollten. Wichtiger ist hier oben erstmal die Stadt zu gründen. Dann kannst du eigentlich hier bleiben. Ich sehe hier keinen Barbaren gefährlich werden. Dann holter die Polder. Genau, weil ich mir immer denke, wenn ich doch Kaffee mache, dann nehme ich doch frisches Wasser und nicht das abgestandene Wasser von einem halben Tag oder letzten Tag. Aber es wird ja gekocht, von daher. Und genauso verhält es sich eben mit den Einheiten, die ich jetzt erstmal schonen will, gerne. Aber falls ich es nicht mache, beziehungsweise mich dann doch wieder dazu verleiten lasse. Hui, wir müssten doch eigentlich reich sein ohne Ende. Ah, aber wir haben nicht genügend Nahrung, um alle Leute hier zu versorgen. Dann baue hier noch ein. Oh, die Pyramiden. Ah, da fällt mir ein, das Marmor. Ah, oh,
70. Heieiei. Ich hoffe mal, er nimmt dann auch das Marmor statt dieses Feld hier unten, was ja kein Mensch braucht. Schauen wir mal in der nächsten Runde, ob er das macht. Mit dem Marmor würde ich dann die Pyramiden schon bauen wollen. Aber ich glaube, es wäre besser, wenn wir erstmal noch einen Kampfbogenschützen bauten. Das machen wir auch. Nächste Runde. Genau, denn die Strategie eben, Einheiten nicht zu verheizen, sondern... Und jetzt ist ja auch wieder die Frage. Ich kann ja nicht fliehen. Ich muss ja angreifen. Und behalte ihn auch. Jetzt haben wir zwar eine Beförderung verplempert, aber besser als dass er stirbt, ne? Weil die Erfahrungspunkte hat er ja. Bringt ja nicht viel. So, Akkad ist gegründet, unsere zweite Stadt. 17 Runden bis zur nächsten Sozialpolitik. Ist vertretbar, könnte besser sein, aber ja, auf die Schnelle jetzt nicht. Nahrung, Nahrung, Nahrung ist unser Monument, ist unser Credo erstmal. Wachsen, 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 dann Kultur, 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 dann Wissenschaft, Wissenschaft, Wissenschaft. Wobei, Kultur, ich glaube, da, also wir werden auf keinen Fall den Kultursieg anstreben, dafür ist es jetzt eh schon zu spät. Oh, jetzt mach aber hier mal klar Schiff. Ja, wenn dann Wissenschaftssieg. Als Babylon haben wir ja ganz viele Wissenschaftsboni. Da kann ich mir sehr gut vorstellen. Ach, hier oben jetzt endlich mal. Haben wir den Platz? Okay. Da kann ich mir sehr gut vorstellen, auf den Wissenschaftssieg zu gehen. 26 Runden. Ach, du bist noch im Produktionsfokus. Heieiei, wieder vergessen umzustellen. Aber ist ja nicht verkehrt. Eine Runde noch. Und wenn ich auf Nahrung gehe, ist es auch noch eine Runde. Ist, passt. Immer noch 13 Runden. Hast du keine Nahrung hier, sag mal. Nee, wo denn auch? Hm. Ja, solange wir das Marmor nicht haben. Bist du jetzt im Marmor? Du bist immer noch nicht bei Marmor. Das gibt es doch nicht. Ja. Mach du das Salz. Du machst diesen Bauernhof. Du kommst hier hin und heilst. Nächste Runde. In dieser Folge habe ich leider nicht so viele Facts für Babylon sammeln können. Außer, dass, genau, dass wir uns mal auf eine richtige Bezeichnung einigen können oder einigen sollten. Speer, Krieger ist alles unnütz. Zirkus ist nice, aber ich glaube, die Pyramiden sind das, was ich bauen will. Und das werde ich auch bauen. Jetzt haben wir nur das Problem, dass wir keinen Produktionsfokus mehr haben und lieber wachsen wollen. Ach, herrje, herrje, herrje. Aber ich will jetzt nicht schon wieder den Fokus ändern. Wir brauchen einfach dieses Marmor hier. Wieso? Zwei Runden. Hier ist eine Luxusressource und du willst ja unten so ein Grasland, ein langweiliges, nehmen. Ich hoffe mal, dass du das noch änderst. Wir gehen hier vorsichtshalber schon hin. Greifen hier gleich mal aus der Ferne an. Dich positionieren wir hier. Wenn er hier angreifen will, muss er auf das offene Geländefeld und ist damit... Oh ja, er probiert's. Und greift nicht mal an. Wieso das denn nicht? Seltsam. Jetzt hat er tatsächlich das hier unten genommen. Ich hoffe mal... Und jetzt will er das hier anstatt dem Geländefeld kaufen. Oh, wir können es kaufen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ah ja, gut zu wissen, dass hier ein Durchgang ist. Durch die Rocky Mountains. Dann... da... einmal, zweimal. Und dann ab nach unten. Und dort verteidigen. Ja, ich habe jetzt extra... Was heißt extra? Ich habe jetzt bewusst so wenig Militäreinheiten gebaut. Da wir ja keinen Gegner in der Nähe haben, der uns gefährlich werden könnte. Goldenes Zeitalter? Goldenes Zeitalter? Goldenes Zeitalter? Ist vorbei. Ah. Die Mathematik erforschen wir, sobald wir die Schrift haben. Dann gehen wir erstmal zur Schrift. Du kannst ja noch eine Runde stehen bleiben. Da kann ja keiner was. Du machst hier weiter deine Mine fertig. Und er müsste eigentlich auf jeden Fall hierher kommen, genau. Da ziehst du dich zurück. Du willst... Ah, nee, warte. Dann lass das Akkad erledigen. Eins und... unwegsames Gelände. Auf den Hügel mit dir.
Genau, du bist dann auf jeden Fall nächste Runde von unserem... Ah, genau, da will ich dich haben. Die fortschrittlichsten Völker der Welt, da sind wir erst Dritter. Naja, das wird sich gleich ändern. Wenn wir denn dann die Schrift entdeckt haben, kostenlose Technologien dafür bekommen oder eine Akademie bauen. Eine Akademie wäre auch nicht verkehrt. Aber ich glaube... Okay, wir greifen an. Denn wir sind hier auf dem Hügel verteidigt. Cool, wir haben noch keine Flankierung. Aber soll er ruhig probieren. Pattsituation. Das ist für ihn auch eine Pattsituation. Oder aber mir sagen... Oh nee, das ist so gefährlich. Weil ich nicht glaube, dass der Kampfbogenschütze ihn in der nächsten Runde locker flockig da zerstören kann. Sollen wir hier das Salz klar machen? Nee, ich würde eher sagen, baue eine Straße. Ja, Straße ist okay. Dann gehe ich hier rüber. Lass mal die gleich über den Fluss laufen. Schauen wir mal. Er greift an, aber... Wir überleben es, locker flockig. Das war doch klar. Das wusste ich genau, dass wir hier mit 5 Trefferpunkten überleben. Easy game, sage ich da mal. Und mich auch natürlich an dem Vorsatz gehalten, die Einheiten diesmal nicht zu verheizen. Ah, oh, ein Bauer, der ist noch gar nicht fertig. Der baut den Bauernhof fertig. Ich gehe mal davon aus, dass wenn ihr euch meldet, hey, wir können uns bewegen, dass ihr eigentlich fertig seid mit eurem Auftrag. Aber nein, weit gefehlt. Ihr verkriecht euch da ja immer nur vor dem Barbaren. Ist es nicht schneller, wenn du... Und vor allem hier können wir auch mal gucken. Du kannst hier wunderbar erforschen. Über die Rocky Mountains, der Oregon Trail, rüber an die Küste Kaliforniens. Akat kann einen Gegner angreifen. Sehr gut. Hier können sie auch so viel rumschlamenzeln, wie sie wollen. Da gibt es gar nichts zum Plündern. Die Namen Babylon, Babylonien. Babylon ist der Name der Stadt. Babylonien ist der Name des Reiches. Nicht nur des Reiches, sondern auch des Stadtstaates. In den nächsten Folgen werde ich da mal, denke ich mal, mehr zur Geschichte Babylons und Babyloniens erzählen. Zu Nebukadnezar, dem 1., 2., 3. und 4., wobei nach dem 2. nicht mehr viel kam. Ja, das interessiert mich nämlich selbst. In letzter Zeit habe ich nämlich, was heißt Geschichte? Geschichte war schon immer interessiert, aber eher die jüngere Geschichte. Also alles so ab Vormärz, ab so ja 1830 bis heute. Da war ich immer stark dran interessiert, Nationalstaaten, Politiken, Nationalstaaten und eben jüngere Geschichte auch eben viel Politisches, gerade so die RAF-Zeit und so weiter und so fort. Das war eigentlich immer mehr mein Steckenpferd, was Geschichte anging. Und alles, was davor war, also dieses ganze Altertum, war nie so mein Ding. Jetzt habe ich aber, ich müsste ihm hier mal noch einen Auftrag geben, jetzt habe ich aber letztens... Ein Kanal entdeckt, ein YouTube-Kanal, der heißt Crash Course History mit, John Green, glaube ich. John Green ist auch ein Autor und der moderiert diesen Kanal. Das sind 10 Minuten über ein Thema in der Menschheitsgeschichte und wunderbar, also ganz toll gemacht. Also so, dass ich da selbst ganz begeistert dabei bin, obwohl ich da wenig Interesse bisher dafür hatte. Und sie fangen wirklich bei Null an. Ja, bei der Besiedlungsgeschichte, eben bei Mesopotamien und dem Volk der Ur. Wie und was genau hier eben Bauernhöfe und so weiter und so fort, dass eben das Bestellen der Feldern, der ganze Landwirtschaft eigentlich erst dazu führen konnte, dass wir siedelten und erst durch Siedlungen dann eben Kulturen entstehen konnten. Und so weiter und so fort. Also das kann ich euch sehr ans Herz legen. Ist auf Englisch. Auch sehr schnell. Aber ich glaube, es gibt Untertitel. Man kann Untertitel einschalten. Die dürften helfen, das Ganze zu verstehen. Von daher sei euch das ans Herz gelegt. Babylonien. Ich weiß gar nicht, ob Babylonien dabei ist. Wenn, dann gucke ich mir das an. Und dann kann ich euch ganz viel zu Babylonien erzählen. Da freue ich mich drauf.
So. Wir haben leider keine Handelspartner, denen wir unsere überschüssige Trüffel und/oder Salze bald verkaufen können, Kupfer auch. Kommt aber noch. Das nächste Mal, würde ich sagen, wenn es wieder heißt Let's Play. Wollte ich hier eine Straße bauen? Eigentlich schon. Let's Play Civilization 5 mit Egon Son. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.